Oberstleutnant Thomas Spranger. Ich bin der Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 371 aus Marienberg im Erzgebirge Sachsen. Wir befinden uns hier auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz. Ich befinde mich mit einem Teil des Bataillons hier, um im Wesentlichen auf der Ebene Individual- und Teamausbildung Ausbildungsabschnitte abzuschließen und dann auch eben zusammenzuführen. Sprengbeginn! Das sind im Wesentlichen gerade die Spezialgrundausbildung der jungen Panzergrenadiere. Das sind zum einen die Offizieranwärter des Panzergrenadier-Anwärterjahrgangs, Marder. Und das sind auch die jungen Feldwehranwärter, die demnächst an die Unteroffizierschule des Heeres gehen. Messraum zu 100! Achtung, Panzerfaust schießt! Des Weiteren schließen wir natürlich auch Ausbildung ab im Bereich unseres Ausbildungs- und Verbindungszuges und haben das ein Stück weit auch ergänzt um Dinge, die wir jetzt einfach auch jahrelang nicht machen konnten aufgrund von verschiedensten Dingen wie Amtshilfe, Bewältigung der Corona-Pandemie. Das ist zum einen Panzerüberrollbahn, um den jungen Soldaten auch ein Stück weit die Angst zu nehmen vor dem Großgerät. Und es ist zum Beispiel auch das Gewöhnungssprengen, um Soldaten ein Stück weit auch da die Angst zu nehmen, eben in so eine Art Schockstarre zu verfallen. Die sind alle wirklich top motiviert, die wollen wieder richtig anpacken und das sehe ich sehr gerne. Und das sind natürlich Dinge, die sind noch nicht gut, die sind auch nicht alle rund, aber wir werden jeden Tag ein bisschen besser. Und ich kann jetzt am Ende des Jahres 2022 sagen, wir haben wieder einen wirklich ganz, ganz guten Stand erreicht.